Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, mein Mann ist gerade mit der Kurzen zu seiner Mutter und bei mir heißt es jetzt Videos drehen, schnell eine Beautybox, ein kleines Kerzenunpacking und auf jeden Fall ein Aufgebraucht, auch wenn der März noch nicht vorbei ist, aber ich will diese Tüte weghaben, deswegen mache ich das heute schon. Und ich habe auch wieder eine Luftkerze an und es ist wieder Rainbow Shake. Ja, ich genieße es momentan, dass ich die anzünden kann und ich schwelge gerade schon in diesem Duft und ich würde sagen, ich leg mal schnell los, damit ich vorankomme. Ich habe mich ja voll verloren, gerade in der Beschreibung von Mountain Lodge und Supernatural und von Sam und Dean, dass mir gerade nicht die Zunge aus dem Hals hing. Das ist aber auch alles. Das gibt's ja nicht. Das klang ja eher. Ich habe einen Ehering dran, aber ja, ist ja wurscht. Mein Mann ist ja gerade nicht da. Nein, echt jetzt mal. Kurzer Einschub zu Supernatural. Ich mag die Serie. Sie hat sich verändert, wie sich alle Serien irgendwann verändern. Sie fangen alle irgendwie an, dass du denkst, boah, cool, geil, so viel tolle neue Sachen, Dämonen, Monster, immer was Neues. Und dann haben sie sich verändert, andere Sachen wurden wichtiger und alles wird irgendwie immer abstruser und immer auserwählter. Also dieses normale Dämonenjäger-Ding war dann wieder weg und alles war so extrem. Oh. Ja, also, naja. Aber Supernatural hat einfach drei schlagende Argumente namens Sam, Dean und Castiel. Ja, also ich kann mich nicht entscheiden. Wobei, ich kann mich entscheiden. Ich nehme Cass. Ich würde immer Cass nehmen. Ich finde den Mann unglaublich attraktiv. Er gefällt mir einfach. Und ich mag auch Cass einfach super gerne. Sowohl das Arrogante, was er anfangs oft hatte, als dann auch das Trottelige, was er dann später manchmal hat. Und Misha Collins, also ich finde den Mann einfach sehr attraktiv. Also das ist, ich mag es einfach. Bei Sam und Dean allerdings konnte ich mich nie entscheiden. Ich stehe ja auf große Männer. Ich bin selber 1,72 und vor den Schwangerschaften war ich 1,73. Ich stehe auf große Männer, also eigentlich so über 1,90 aufwärts finde ich schon sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Wobei mein Mann ist 1,85, das ist auch okay. Aber, und Sam ist halt, ne? Und da hat er die längeren Haare und oh, den fand ich so niedlich am Anfang. Aber irgendwann hat sich sein Charakter ein bisschen verändert, da mochte ich ihn nicht mehr so gerne. Und im zunehmenden Alter hatte der dann auch immer mehr Geheimratsecken. Da fand ich, dann hätten sie ihm die Haare lieber doch mal schneiden sollen. Und Dean ist halt, am Anfang fand ich auch Dean vom Charakter erst ein bisschen komisch, dann hat er sich verändert. Den finde ich aber einfach auch irgendwie ansprechend. Weiß nicht, den finde ich auch gut. Und rein, ich glaube, von der rein sachlich betrachtet ist das der attraktivere Mann. Also so vom Gesicht her ist es Dean. Aber mit Dean gibt es einfach auch so coole Szenen. Es gibt eine Folge von Supernatural, wo Dean von irgendeinem Geist infiziert wird und vor allem Angst hat. Und das finde ich so cool. Das ist immer so der Draufgänger, ne? Und der Tod kann mich nicht schrecken. Und dann, naja, ich bin ja eh ein Jäger und werde irgendwann sterben. Deswegen, was soll's, ne? Und in der Folge hat er vor allem Angst. Und dann läuft er mit Sam durch diesen dunklen, ich weiß nicht, was das ist für ein Gebäude. Und die machen einen Spind auf und da springt eine Katze raus. Und Dean nur wirklich wie ein Mädchen. Richtig so hoch, so richtig. Super. Und ich glaube, am Ende dieser Folge ist es auch, wo er dann auf seinem Impala sitzt und dann kommt Eye of the Tiger und er macht halt so die Mundbewegungen zu der Musik und singt dann da. Das ist einfach nur scharf, rattenscharf. Also, summa summarum. Ich finde, Supernatural ist so gemacht worden, dass die Mischung aus den Männern dort einfach perfekt ist. Man kann so schwer sagen, ich möchte den oder ich möchte den. Es ist für mich so, ich möchte einen Teil von dem. Zusammengerührt mit ein bisschen was von dem und garniert mit Castiel. So ungefähr, ja. Es ist so ein bisschen wie, ja, ich hätte gerne den Kuchenboden aus Sam und dann hätte ich gerne obendrauf die ganze Creme und die Früchte von Dean und obendrauf hätte ich dann die Zuckerblumen von Castiel, so ungefähr. Also, so ist Supernatural für mich. Das ist krass. Und was ist das jetzt hier für ein Outtake, den ich hier gerade mache? Dass ich hier davon rede? Ja, okay. Ich habe mich gerade ein bisschen verloren. Wisst ihr was? Weiter mit Videos. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag. Hannah war gerade bei ihrer Impfung. Sie hat wieder diese 6-fache Impfung bekommen und eine Spritze in ihren Oberschenkel. Und
liegt hier gerade zu meinen Füßen. Ist aber ziemlich fit und agil gerade, wobei ich sehe es ihr schon wieder an, so über den Augen, wenn die Augenbrauen so ein bisschen rötlich hinterlegt werden und alles so angestrengt aussieht, dann merkt man schon, auch sie ist müde. Will aber nicht schlafen. Nein, nein, nein. Strampelt hier rum. Und ja, sie hat die Impfung aber ganz gut weggesteckt bisher. Bisher hat sie jede Impfung gut vertragen und sie hat kurz geschrien, klar, und dann war wieder alles gut. Wir haben erst überlegt, ob wir sie impfen lassen können, weil sie ein bisschen Schnupfen hat. Aber die Lunge ist frei und die Ärztin meint vielleicht das Bett nochmal absaugen, vielleicht einfach ein bisschen Hausstaub, dass die Nase deswegen zu ist. Das kann sein. Ja, so ist sie fit. Es sind gerade ein paar Pakete gekommen. Ich habe euch, glaube ich, in einem der letzten Vlogs schon erzählt, dass ich was von WMF gekauft hatte und auch was von Job und dass das alles auf dem Weg zu mir ist. Das war, glaube ich, schon vor 3 Wochen oder so, dass ich das gekauft habe. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Aber egal, Hauptsache es ist da. Und das zeige ich euch jetzt mal schnell. Ansonsten habe ich noch ein paar neue Kindersachen gekauft, aber viel auch schon für nächstes Jahr. Das zeige ich euch aber dann, wenn das Paket von C&A da ist. Und ansonsten war ich gestern noch schnell bei Lidl. Lidl hatte ja jetzt ziemlich viel für die Küche. Total coole Sachen, so in Retrofarben, in hellem Rosa, in Mint, mit Punktmuster. Also total tolle Sachen eigentlich. Töpfe, andere Arten von Geschirr, Rührgeräte, Muffinförmchen, also alles. Es sind richtig schöne Sachen dabei. Ich bin sogar am Überlegen, mir online noch 1, 2 Sachen zu bestellen, so von den Backförmchen, weil für Kinder sind da ein paar schöne Sachen dabei und die sind jetzt auch nicht so teuer. Und es sind Silikonbackformen, die finde ich immer gut. Ja, mal gucken. Sonst habe ich mir nichts gekauft, obwohl einige Sachen reizvoll waren. Ich hätte gerne so ein Waffeleisen gekauft zum Beispiel. Das war so ein Waffeleisen, das kann Donuts, Waffeln und Waffeln in ein paar Formen, aber ich brauche es nicht wirklich. Und ich konnte mich ehrlich gesagt auch nicht entscheiden, ob ich Rosa oder Mint nehmen soll. Deswegen habe ich es gelassen. Dann wollte ich erst ein Handrührgerät kaufen, weil meins ist uralt und geht auch schon kaputt. Es läuft noch, aber es wird nicht mehr lange gehen. Aber da habe ich mich gegen entschieden, weil... Ja. Aber da habe ich mich gegen entschieden, weil ich habe jetzt eins über Payback geholt. Und ansonsten habe ich nur eine einzige Sache bei Lidl mitgenommen, und zwar hier eine Küchenwaage. So eine schlichte, weiße, digitale Küchenwaage. Zum Glück hatten sie die noch. Ich fand auch die in rosa mit weißen Punkten total cool. Die hätte mir viel besser gefallen. Aber ich habe dann gedacht, nee, dann ärgerst du dich am Ende wieder, weil die so gar nicht in die Küche passt. Und jetzt, wo du schon alles neu machst, bleib bei neutralen Farben. Und die hat jetzt, glaube ich, nur 7 Euro gekostet oder 7,99 Euro. Deswegen habe ich sie mitgenommen, weil meine Küchenwaage hatte ich, glaube ich, 15 Jahre. Und jetzt ist sie mir vor einem halben Jahr oder so kaputt gegangen und ich habe mich jetzt so durchgemogelt. Aber als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, komm, du brauchst jetzt mal eine Küchenwaage. Ich will ja mit Annabelle demnächst auch Muffins machen und ein paar andere Sachen backen. Und jedes Mal denke ich mir, Küchenwaage, Küchenwaage, Küchenwaage. Und ich hatte überlegt, mir die von WMF zu holen, weil ich dachte, jetzt hast du so viel von WMF. Dann holst du mal eine richtig gute. Aber die Bewertungen für diese Waage waren gar nicht so cool. Deswegen habe ich gedacht, nee, dann nicht. Dann musst du so eine Waage nicht haben. Dann nehme ich mir jetzt mal so eine ganz einfache weiße Küchenwaage mit. Reicht auch. Das Doofe ist, wenn ich sie jetzt hochnehme auf meinen Arm, wird sie wieder hellwach. Am Anfang habe ich das schon gemacht, weil ich dachte, komm, nimm sie hoch, beruhig sie, wieg sie in den Schlaf. Aber dann werden die Augen wieder so groß und sie guckt sich alles an. Sie schläft nicht dann. Ich kann sie eigentlich nur so lassen, bei ihr sein und sie sich so ein bisschen in den Schlaf motzen lassen. Aber wie gesagt, wenn ich sie jetzt hochnehme, sind die Augen wieder so groß, ja? Und sie guckt sich alles an. Dann ist sie wieder hellwach. Obwohl, die ist todmüde, die Kleine. Oh ja, mein Schätzchen, dann schlaf doch. Du bist doch hier bei mir, hm? Nachher gehen wir ein bisschen spazieren, ne? Ich sitze hier und da schläft die kleine Maus. Das hat sie gestern auch gemacht. Ganze 30 Minuten. Ja, und ich habe gerade schon über WhatsApp mit meinen Eltern telefoniert und auch mit Annabelle, denn die macht gerade Muffins. Hat auch 2 für ihre Friseurin gemacht, denn heute hat sie den Friseurtermin. Das macht sie bei meinen Eltern, weil sie gern zu dieser Friseurin möchte, wo sie beim ersten Mal gewesen ist. Jetzt mal gucken, was bei rauskommt. Wir haben gesagt, vielleicht ein bisschen Pony, aber auch nicht zu sehr. Also, ich bin mal gespannt. Ich habe meiner Mutter da relativ freie Hand gelassen, beziehungsweise der Friseurin. Die Haare sollen nun nicht komplett ab. Und ich habe gesagt, hinten im Nacken, ich habe genau gezählt, wie viele Locken da hängen. Also, ja, mal schauen. Auf jeden Fall wollte sie mal wieder zum Friseur. Also, als sie das erste Mal beim Friseur war, hat sie immer gesagt, ja, wenn die Haare länger sind, dann kann ich wieder zur Punkt, Punkt, Punkt gehen. Ja. Jetzt habe ich zu meiner Mutter gesagt, Annabelle möchte unbedingt mal wieder zum Friseur. Jetzt ist sie ja mal eine Woche bei euch. Vielleicht habt ihr ja mal Zeit.
Und jetzt hat sie für ihre Versuche auch gleich zwei Muffins gemacht. Einen mit Schokolade, einen mit Erdbeer. Sehr, sehr schön. Ja, die müssen auch gleich los. Es ist jetzt 10 nach 11 und die haben um 12 den Friseurtermin. Das heißt, die werden sich jetzt auch bald fertig machen. Als erstes zeige ich euch mal diesen Jo-Pantuchhaken, von dem ich in einem der letzten Vlogs gesprochen habe. Da warte ich jetzt seit 3 Wochen drauf. Und ich bin mal echt gespannt. Und ich werde ihm auch meinen Mann zeigen. Mal sehen, ob er ihm jetzt gefällt. Ich habe ihm das ja schon vor, ich glaube, 3 Monaten oder so gesagt, dass ich die schön finde. Da hat er gleich gesagt, nee. Aber er wird weich. Er wird weich. Ja. Ich muss dazu sagen, bei Amazon kosten die um die 15 Euro. Der war jetzt hier mal im Angebot. Aber auch nicht viel. Ich glaube, ich habe 12 Euro oder so bezahlt. Das ist natürlich ein stolzer Preis für so einen Handtuchhaken. Aber ich habe mir halt gesagt, es gibt ein paar Sachen im Haus, wo ich wirklich gerne das möchte, was ich eben wirklich möchte. Und Handtuchhaken sind so eine Geschichte, die werden da dran gemacht und dann bleiben die da. Die werden wir nicht in 3, 4 Jahren wieder auswechseln. Genauso auch die Küche. Bei der Küche sind wir jetzt auch im Überlegen. Da hatte mir ja eine liebe Zuschauerin ein System genannt, das wir uns mal anschauen sollen oder können. Und da sind wir auch dabei zu gucken, dass wir wissen noch nicht, was es kosten würde. Es wird mit Sicherheit nicht günstig, aber es sieht cool aus. Wir wollen es uns nur noch mal in Ruhe richtig anschauen. Und Küche ist halt auch sowas, das wird da reingebaut. Und ich denke nicht, dass wir in der Zeit, in der wir in diesem Haus leben, die Küche noch mal neu machen. Deswegen muss das passen. Und so ist es auch mit den Handtuchhaltern. Ja, also schauen wir uns den mal an. Es gibt verschiedene Sachen von Joop. Es gibt auch so Standhandtuchhalter, solche, wo man Handtücher, Badetücher drüber hängen kann für die Wand. Also verschiedenes. Aber ich wollte jetzt wirklich nur diese Haken für die Handtücher neben dem Waschbecken. Ich habe meinem Mann das erzählt, dass ich diesen Handtuchhaken möchte und habe ihm den im Internet gezeigt. Ich glaube, das war noch im Januar oder im Dezember noch. Und da hat er gemeint, was? Ich habe gedacht, du meinst jetzt so ein Riesending für die Wand und stattdessen meinst du so einen kleinen Mini-Haken. Ja, aber der ist sehr, sehr schwer. Also wertig ist er. Ist auch alles dabei zur Befestigung. Und er hat halt vorne diese Cornflower von Joop drauf. Und ich finde die halt richtig, richtig schön. Also mir gefallen die echt gut. Also das fände ich so als kleiner Eyecatcher einfach schön. Mir würde es echt gefallen. Ansonsten bin ich da nicht so. Aber das, die haben mir halt richtig gut gefallen. Weil mit Handtuchhaken tue ich mir auch schwer. Da bin ich jetzt mal am Überlegen, weil nichts, was ich sehe, mir wirklich gefällt. Und ich möchte in meinem Traum-Wellness-Bad alles so haben, wie ich es haben möchte. Ja, das Einzige, was ich halt in den Bewertungen gelesen habe, ist, dass die Montage nicht ganz einfach ist, weil eben diese Cornflower richtig ausgerichtet werden muss. Also für Männer, die das, die da nicht so eine Geduld für haben, eh so eine Sache, ne? Mein Mann da einen Haken dran machen, ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt sage, aber richte bitte die Cornflowers richtig aus. Der ist auf jeden Fall schön, der kommt auf jeden Fall ins Gäste-WC und ob ich dann fürs Badezimmer oben auch noch welche kaufe, weiß ich noch nicht so genau. Das kommt drauf an, wenn wir uns für den fürs Waschbecken und den Waschtisch entschieden haben, ob wir unseren mitnehmen zum Beispiel oder ob wir einen neuen brauchen, ob die Größe passt, dann entscheide ich, ob ich noch mal 2 oder 4 solche Haken kaufe. Aber der kommt ins Gäste-WC, der ist echt schön. Dann zeige ich euch jetzt mal, was ich mir von WMF bestellt habe. Und zwar als erstes so ein Timer für die Küche. Ich hatte noch so eine uralte klickende Eieruhr, aber die ist auch kaputt und jetzt habe ich mir den mal mitgenommen, einfach weil ich so einen Timer für die Küche haben wollte. Mein Mann findet sowas immer unsinnig, der sagt immer, du hast dein Handy. Aber ich benutze mein Handy nicht gern für sowas, weil manchmal habe ich dann Teigfinger oder irgendwas und dann immer mein Handy anzufassen und dann ist die Stoppuhr belegt und dann habe ich mein Handy immer irgendwo hingelegt und nee, ich wollte einen richtigen Timer. Auch wenn ich was im Backofen habe, obwohl ich weiß, die neuen Backöfen, die haben auch alle einen Timer am Herd, aber ich wollte sowas einfach gerne haben. Und der kostet regulär, glaube ich, 23 Euro. Für 23 Euro hätte ich ihn jetzt nicht gekauft. Aktuell gibt es den auch bei Amazon, glaube ich, für 18 Euro oder sowas. Und ich habe mir den jetzt halt mitgenommen für, ich glaube, 10 hat er gekostet. Ja. Ja, so sieht er aus. Schlicht und einfach. Ich fand den ganz süß, deswegen steht halt WMF drauf. Aber ich fand ihn einfach schön und ich dachte mir, für 10 Euro jetzt kann ich den mal mitnehmen. Jawohl, freue ich mich, dass ich wieder einen habe. Aber das sind alles Sachen, die ich tatsächlich verpacken werde. Die werde ich mit ins Haus nehmen. Die werde ich in unsere Küche jetzt gar nicht reinstellen, weil das sind so kleine Schnickschnack-Geschichten, die ich schön finde, die ich auch haben wollte, aber wo ich jetzt keinen Platz für habe. Deswegen packe ich das alles schon mal ein. Und dann habe ich mir an Kleinkram eigentlich nur noch 2 Sachen bestellt, und zwar Soßenlöffel. Finde ich richtig cool aus dieser Chefs-Edition. Das heißt, die haben so diese spezielle Form hier.
nicht ganz rund, sondern ja, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und die fand ich richtig cool. Die sind auch richtig massiv. Die fand ich richtig schön. Der hat jetzt, glaube ich, 33 cm und der hat, ich glaube, 28. Habe ich mir einen kleinen, einen großen mitgenommen. Und ich glaube, regulär kostet der 26 Euro und der, weiß ich nicht, ich glaube 22 oder sowas. Und ich habe die jetzt bekommen für 12 Euro. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich mir die auch mal mit. Dann die Sache, wegen der ich eigentlich bestellt hatte, und zwar ein Brotkasten. Ich wollte immer schon einen Brotkasten haben, immer schon. Ich hätte auch gern jetzt einen in der Küche, weil ich das Brot und den Toast und das, was so aktuell in Gebrauch ist, eigentlich nie im Vorratsschrank habe, sondern immer so vor Kopf irgendwo griffbereit. Ich finde das total schön so und wollte immer einen Brotkasten haben. In der Küche habe ich aber einfach keinen Platz, um den hinzustellen. Also ich könnte, aber dann wäre die Arbeitsfläche halt komplett voll. Aber in der neuen Küche wollte ich unbedingt einen gescheiten Brotkasten haben. Und ich habe immer geguckt, was die so kosten, was es so gibt. Jetzt haben wir so viel von WMF und ich hatte mir den von WMF angeguckt. Und der hat halt dieser, glaube ich, 100 Euro gekostet. Und es gibt natürlich auch andere Brotkästen. Das hätte jetzt nicht der hier sein müssen, aber der hat mir schon echt gut gefallen. Aus diesem Edelstahl mit Glas, also den fand ich schon richtig toll. Der ist halt auch schön zu reinigen. Ich hätte natürlich auch bei Ikea einen Brotkasten kaufen können für 20 Euro. Oder was der kostet. Aber der ist halt aus Holz. Finde ich auch nicht hässlich. Aber ich will keine aus Holz. Ich finde einfach die von der Hygiene und Pflege her einfach schöner. Und wenn, hätte ich auch noch so weißem Holz gebraucht. Da habe ich wieder nicht viel gefunden, was mir gefällt. Aber der hat halt 99 Euro gekostet. Und ich hätte jetzt für den Brotkasten keine 100 Euro bezahlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar kann man jetzt sagen, okay, 15 Euro ein Handtuchhaken. Aber ein Brotkasten zahlst du nicht. Nö, also einen Brotkasten hätte ich gern gehabt, aber nicht für 100 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt war der aber auch im Angebot. Ich glaube, der hat 40 Euro gekostet. Momentan kostet er, glaube ich, auf Amazon 80 oder so. Ich habe extra mit Amazon dann immer auch verglichen. Hat er 80 Euro gekostet. Und dann habe ich den dort eben für 40 gesehen und dann hatte ich auch noch bei all den Preisen irgendeinen Abzug von, ich glaube, 15% oder so, weil meine Mutter da noch einen Gutschein hatte. Also das ist jetzt echt günstig im Verhältnis. Und deswegen habe ich mir den jetzt mitgenommen. Da ist das gute Stück, der war jetzt echt gut verpackt. Der kommt mir gerade voll schwer vor. Als ich vorhin die Pakete gehoben habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja alles total leicht. Aber jetzt ist er irgendwie gerade schwer. Ja, also der gefällt mir richtig gut, muss ich jetzt schon sagen. Der sieht aus, als wenn er sehr gut zu reinigen wäre. Ich zeige euch den mal. So sieht er aus. Also mir gefällt das gut, muss ich echt sagen. Damals, als ich noch klein war, war ich ja immer auf dem Campingplatz. Also wir hatten damals einen Campingplatz, zusammen auch mit den Eltern meines Vaters damals, einen Doppelplatz gehabt, aber halt so ein fester Campingplatz mit Wohnwagen, mit Vorzelt, ne, mit dann Gartenmöbeln und eingezäunt, also ein fester Platz. Und meine Oma hatte auch immer einen Brotkasten. Ich weiß nicht, so ein Brotkasten gehörte für mich irgendwie zum heimeligen Wohlfühlen dazu, dass da ein Brotkasten ist. Na gut, es war ein schöner Holzbrotkasten, der ist jetzt aus Edelstahl. Habe ich mich halt jetzt für entschieden, aber trotzdem, ein Brotkasten hat, war immer sowas, wo ich gesagt habe, ich möchte irgendwann einen Brotkasten. Auf jeden Fall. Und Hani ist auch schon wieder wach geworden. Das gibt's ja gar nicht. Wir beide bespaßen uns jetzt noch ein bisschen, dann essen wir was. Es ist ja Mittag. Da können wir essen. Soll ich dir Mittagessen machen? Ja? Essen wir Mittag und dann gehen wir spazieren, okay? Ja, ich würde sagen, ich mache ihr jetzt mal ihr Essen und dann gehen wir nachher ein bisschen raus spazieren. Ich hoffe, heute ist besser als gestern. Ich wollte mich eigentlich unterwegs melden auf dem Spaziergang, aber wir sind los bei Sonne. Dann fing es an zu regnen. Nee, es war gestern richtiges Aprilwetter und der Regenschutz war nicht da. Kennt ihr das? Manchmal geht man einfach los, hat was nicht dabei, nichts passiert. Dann geht ihr los, merkt, oh, es ist im Auto. Soll ich wirklich ohne losgehen? Eigentlich nicht. Naja, egal. Nein, geht schon. Geht ja sonst auch. Warum sollte heute was passieren? Und natürlich ist was. Das ist auch immer das mit dem Geldbeutel, ne? Man geht immer los, denkt manchmal gar nicht an den Geldbeutel, geht einfach los. Ich auch manchmal bin zum Kindergarten, nichts dabei, alles okay. Dann gibt es einen Tag, wo ich explizit denke, oh, hast du deinen Geldbeutel wegen Ausweis? Und wenn man dann losgeht und das Ding nicht mitnimmt, wird man angehalten. Kennt ihr das? Deswegen, immer wenn ich explizit, wenn mir was einfällt, ah ja, hast du den heute dabei? Nehme ich es mit. Gehe ich nicht ohne, weil es meinem Mann auch schon mal passiert. Er ist immer, irgendwas mit dem Motorrad war es damals noch. Er hat immer alles dabei. An dem Tag hat er es nicht, hat explizit noch gedacht, sollte ich?
Nee, geht schon. Geht ja sonst auch immer. Prompt angehalten. Deswegen. Ja, mein Schatz, machen wir Mittag? Ja, Mami, komm, nimm Mami, hör auf zu quatschen. Hör auf zu quatschen, Mami. Hör auf zu quatschen und koch für mich. Ja, ich melde mich dann nochmal später bei euch, denke ich. Ja, das sind die ganzen Klassiker. Ich nehme aber mal den French Cheese und du nimmst den Morgenland. Okay, ich nehme Morgenland. Willst du die Alibaba Single oder die große? Alibaba und die 40 Pizzen, nicht die große. Die Single. Bei uns kehrt jetzt Abendruhe ein. Vielleicht noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Riverdale gucken, aber ganz gemütlich. Und es ist kurz vor 19 Uhr. Hannah schläft schon. Sie hat heute viel geschlafen im Kinderwagen, aber sie ist halt müde nach der Impfung. Und wir haben jetzt Pizza bestellt. Eigentlich sollte es Reste geben. Ich wollte heute Schupfnudeln machen und Rührei dazu, aber das gibt's morgen. Passt ganz gut, da kann ich morgen rumbraten in der Küche. Morgen muss ich die Haare waschen, dann räuchere ich mich morgen ein. Ja, ich bin mal gespannt auf die Pizza. Cola Pizza hat ja immer mal so Sondereditionen. L.E.s. Und jetzt gerade ist das Motto Alibaba oder Aladdin. Und ich habe jetzt eine mit einer Joghurt-Minzsoße. Ich bin mal echt gespannt. Ich habe gerade eine riesen Kiste gepackt mit all meinem Schminkzeug. Das heißt, ich behalte jetzt nur noch ein bisschen was hier in der Wohnung und alles andere kommt rigoros weg. Ich fühle mich irgendwie gerade sehr erleichtert, dass das weg ist. Meine Schublade sieht viel besser aus. Also ich habe in einem anderen Schrank schon noch was. Ich habe jetzt nicht alles weggepackt, aber ja, meine Schublade ist jetzt viel, viel ordentlicher. Ich habe eigentlich nur Sachen zum Aufbrauchen oben gehalten. Das war ja meine Maskenschublade und das sind meine Pflegehandschuhe für die Nacht. Da habe ich mir mal extra solche gekauft, die so lang sind. Die habe ich euch ja schon gezeigt, da habe ich ausgemistet. Und das ist jetzt das Schminkzeug, also ist schon um einiges weniger geworden. Das sind jetzt echt viele Sachen, die ich so alltäglich benutze. Ja, und dann halt hier noch so ein paar Geschichten, die ich ab und zu gerne mal da habe. Ja, das war es auch schon. In einem anderen Schrank habe ich natürlich noch ein bisschen mehr, gerade so Mascara und ein bisschen Foundation, was ich einfach aufbrauchen will jetzt in dem Jahr. Das soll weg. Das will ich nicht mehr einmotten, das soll einfach nur weg. Und Mascaren, das sind auch einige schon geöffnet. Ich bin ja so ein Mascarentester, aber die trocknen mir ja nur ein. Deswegen, das will ich jetzt alles aufbrauchen. Genau. Aber ich bin echt froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Ich habe das jetzt endlich fertig. Da habe ich jetzt ewig dran rumsortiert, weil Hannah ja da nicht so kooperativ war. Die möchte ja immer auf den Arm gucken. Dann war es schwierig. Aber es ist geschafft. Und jetzt heißt es schnell Gesicht reinigen, duschen und dann gibt es was zu essen. Und ich benutze heute zum letzten Mal hier meinen Rituals Gesichtsreiniger. Ich war damit echt zufrieden. Also richtig gut. Aber ich denke, ausschlaggebend ist tatsächlich dieser Cognac Sponge. Den gibt es ja wirklich von verschiedenen Marken. Also ich habe mir sagen lassen, es gibt den für 30 Euro, es gibt den für 5 Euro. Sind eigentlich alle gut. Und ich muss sagen, ich finde, es hat wirklich einen Effekt. Also ich finde, meine Haut ist irgendwie besser geworden. Also sie ist nicht, sie war ja vorher auch nicht unrein oder fettig oder ich hatte viel Ausschlag. Das hatte ich ja alles gar nicht. Aber ich finde, sie ist irgendwie noch glatter geworden. Also irgendwie sieht sie gesünder aus und irgendwie frischer. Also das finde ich. Ich schreibe das jetzt mal auf den Cognac-Sponge. Also ich habe natürlich in letzter Zeit auch wieder mehr gemacht, mehr gepflegt, mehr Masken, das merke ich auch. Aber ich glaube, die Reinigung mit diesen Cognac-Sponges, die ist echt nicht schlecht. Und da gibt es ja wirklich verschiedene. Die gibt es ja mit Aloe Vera, die gibt es mit Tonerde, die gibt es pur. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, aber der ist wirklich gut. Also ich bin zufrieden, ich werde das auch weiterhin machen. Und mit dem Cleanser gut. Dafür brauche ich jetzt halt, was ich habe und dann hole ich mir wieder ein. Aber ich habe ja noch ein bisschen was. Und ja, ich werde den auf jeden Fall beibehalten. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Ist wie so ein sehr, sehr sanftes Peeling. Also, supi. Bisher bin ich damit echt zufrieden. So, dann ist alle. Kommt in die Aufgebrauchtüte. Yes. Hygiene übrigens. Ich habe gelesen, man könne den abkochen. Ich habe es allerdings noch nicht probiert. Ich habe aber gelesen, dass das geht. Also theoretisch kann man den abkochen. Ich denke, ich werde es mal ausprobieren. Vielleicht probiere ich das die Tage sogar mal aus. Ich bin selber neugierig, ob das klappt. Ja, und halten soll der ja so ungefähr 8 bis 10 Wochen. Man sagt so 2 Monate. Man soll den halt auch nicht so fest ausdrücken. Man soll vorsichtig das Wasser rausdrücken. Man soll den jetzt nicht so knetschen. Und angeblich tut es ihm auch gut, wenn er im Kühlschrank ist. So.
Aber ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig gut. Dass ich den jetzt wirklich seit einem halben Jahr oder so im Schrank liegen hatte, Wahnsinn. Da werde ich mir auch wieder einen neuen holen, wenn der aufgebraucht ist, also ganz sicher. Ich weiß noch nicht, ob jetzt so einen schwarzen oder einen mit Tonerde oder einen mit Aloe Vera, aber auf jeden Fall werde ich mir wieder einen holen, weil ich bin damit echt zufrieden. Und mit dem Reinigungsschaum von Rituals auch, also ich finde den richtig gut. Der hat einen angenehmen Geruch, der ist... Nee, der ist nicht wirklich blumig, aber irgendwie botanisch. Aber nicht so richtig krass blumig, das würde mir ja nicht so gefallen. Aber ich bin mit dem auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ist auch ein super Produkt. Und für die Männer, die mir zuschauen, da müsst ihr durch. Ja, wir Frauen brauchen einfach unsere Zeit, um uns zu pflegen. Und nur deswegen ist das Ergebnis danach immer so phänomenal. Jawohl. Ready und gut durchblutet. Jetzt waschen wir das Ganze noch ab und dann gehe ich schnell duschen. Und danach kommt noch Rosenwasser drauf und dann müsste auch bald das Essen kommen. Ich kann mir gerade Zeit lassen, mein Mann telefoniert eh gerade. Ich glaube, ein Makler, deswegen habe ich Zeit. Nein, das ist mein. Oh, schade, weil die riecht ja hervorragend. Ich nehme die da. Die nehme ich. Das ist meine? Als attraktiver ist jetzt gerade deine. Ich finde, das sieht so lecker aus. Riecht echt gut wegen dem Lauch. Jetzt hat es ein bisschen was von dem... Ja, und ich liebe ja Lauch. Das wird lecker, lecker, lecker. Das ist aber lecker. Essen wir ganz zivilisiert hier. Im Wohnzimmer. Ist Ecke. Totaler Kult gerade. Also so richtig schön.